Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und halten Sie sich fit. Sky-Moderatorin Nele Schenker begrüßt Sie im Sky Gym. Die ehemalige Leistungssportlerin weiß, wie es geht. Einschalten, dranbleiben und durchhalten. Neles Fitness-Workout täglich bei Sky Sport News HD und abrufbar bei Sky Q. Keine Gnade für die Wade, heißt es jetzt in eurem Sky Gym. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt 10 Übungen a 30 Sekunden B- und Entlastung für eine fesche Waden parat. Übrigens wird die sehr häufig unterschätzt. Aber über 50% der Frauen stehen auf definierte Waden und muskulöse Beine. Und andersherum, die Männer finden es auch ziemlich unsexy, wenn man Wöschel hat. So haben wir das früher genannt, wenn die Wade den Knöchel frisst. 10 Minuten Workout und dafür benötigt ihr 2 Bücher oder auch ein dickes. Los geht's! Wir starten mit Seilspringen und das machen wir mit einem imaginären Seil auf der Stelle. Zeige ich das gerne auf einer Seite. 30 Sekunden nach dem Piepton. Ihr könnt natürlich auch euer imaginäres Seil andersrum schwingen. Super, sind wir gleich ein bisschen erwärmt und machen weiter mit Squat Jumps. Das heißt, wir gehen in einen Squat. Und bei der nächsten Wiederholung machen wir einen Squat-Jump. Auch das führen wir jetzt 30 Sekunden durch. Kleines Päuschen noch und dann geht's weiter. Drei, zwei, eins und los. Bei diesen Squats werden natürlich auch die Beine trainiert, aber es ist ohnehin nicht so einfach, Übungen nur für die Wade zu machen. Hängt ja klar alles ein bisschen zusammen. Wie ihr wisst, wir gehen in einen Wide Squat. Das heißt, ein bisschen weiter auseinander als zuvor und heben jetzt die Ferse abwechselnd an. Und das geht richtig schön auf die Wade, glaubt's mir. Ich zeige euch das gerne von der Seite. Und los geht's. Gehen in einen Einbeinstand, Einbeinstand heißt es richtig, und heben uns aus der Ferse hoch, trainieren hier nur mit unserem Körpergewicht. Ich zeige euch das gerne von der Seite. Die andere Seite ist dann natürlich auch noch dran. Ich starte jetzt mit meiner linken Wade. Wird dann schon anstrengend, ne? Nach 30 Sekunden. Auch die andere Seite ist natürlich dran, das heißt für mich die rechte Wade. Und der Faktor Balance
bei dieser Übung natürlich nicht auszuklammern. Ihr könnt euch, um das zu vereinfachen, auch an einer Wand oder ähnlichem festhalten, dann wird es ein bisschen einfacher. Ein paar Sekündchen noch und dann legen wir auch auf der anderen Seite wieder los. Geschafft. Auf geht's. Sehr gut. Wir gehen runter auf unsere Matte in einen High Plank. Bedeutet die folgende Ausgangsposition und führen jetzt abwechselnd unser Bein Richtung Brust. Ihr könnt das in dieser Ausführung machen, aber wer es ein bisschen schwieriger haben will, der gibt hier ordentlich Gas. Auch hier wieder 30 Sekunden Belastung nach dem Hip-Turn. Die letzten 10, nicht nachlassen. Weiter geht's mit Düsenjägern, die natürlich auch eine Übung sind für unsere Bauchmuskulatur und unseren Rumpf. Aber wir arbeiten dabei aus unseren Waden. Sieht folgendermaßen aus. Wir gehen in einen tiefen Plank und schieben uns aus der Wade heraus nach vorne und kreisen nach oben zurück. Gehen wieder in den klassischen Plank, schieben uns nach vorne, kreisen nach oben zurück. 30 Sekunden ab jetzt. Schiebt euch schön aus eurer Wade heraus. Und das Ganze können wir natürlich noch umdrehen, machen wir jetzt auch. Kreisen nämlich am Anfang und gehen dann hier unten zurück. Schieben uns also nach oben heraus und nicht nach vorne. Auch da gilt 30 Sekunden Belastung. Nach dem Piepton geht's wieder los. Macht euren Bauch schön fest, haltet den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und arbeitet ganz kontrolliert. Sehr gut. Für uns geht's zurück in den Stand und jetzt benötigen wir unsere Erhöhung. Ich habe mir diese aus zwei Büchern gebastelt. Auf diese stellen wir uns jetzt drauf und werden ebenfalls die Ferse anheben, die wir aus dem Minus herausführen. Das erzielen wir durch unsere Erhöhung. Also ihr geht hier ja ins Minus unter die Oberfläche eurer Bücher und wir schieben uns von da aus nach oben. Gut. Vorletzte Übung geschafft, das heißt, eine haben wir noch vor uns. Eine, die ihr vielleicht aus dem Yoga kennt, nämlich folgende Übung.
Wir gehen in einen klassischen Squat, nehmen die Arme nach oben, das heißt, wir bilden einen Stuhl und schieben uns jetzt hier mit den Fersen nach oben und fordern nochmal unsere Wade so richtig schön zum Abschluss. 30 Sekunden. Wir ziehen nochmal durch. Body to body with you in the dark. Say that you want me. Say that you want me. Over and over. All the way up to the tip of my tongue. It's touching me slow. Auf geht's, die letzten Sekunden laufen. Gib nochmal Gas. Sehr gut gemacht. Super. Die Wade muss wachsen. Und das heißt, wenn sie jetzt noch nicht genug brennt, dann dreht auf jeden Fall noch mal eine Runde dieses Workout. Es ist natürlich für euch abrufbar auf unseren Sky-Plattformen und auch wunderbar kombinierbar mit anderen Trainingseinheiten. Viel Spaß dabei und ciao.